Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich bat meinen Herrn um Erlaubnis, dass ich für sie um Vergebung bitte. Das hat er mir nicht erlaubt. Und ich bat ihn darum, ihre Gräber zu besuchen, und das hat er mir erlaubt. Also besuch die Gräber, denn Gräber erinnern an den Tod. Warum durfte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht um Vergebung bitten für seine Eltern? Weil sie nicht als Muslime gestorben sind. Auch wenn es hier unter den islamischen Gelehrten verschiedene Ansichten gibt, ob sie denn in der Hölle sein werden oder nicht, also dass sie nicht als Muslime gestorben sind, das ist ja klar. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ja erst später Prophet geworden. Und sie waren also Polytheisten. Nur die Gelehrten fragen sich, kommen sie in die Hölle oder kommen sie nicht in die Hölle? Also gehören die Eltern des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den Leuten der Zwischenzeit? Die Leute der Zwischenzeit, Ahlul Fatra, das sind jene, die nichts von einem Propheten mitbekommen haben. Die haben noch nie was von einem Propheten mitbekommen. Was geschieht mit ihnen? Diese werden Yawm al-Qiyamah geprüft. Und je nachdem, wie sie die Prüfung bestehen oder nicht, kommen sie in die Hölle oder ins Paradies. Die Frage ist jetzt, gehören die Eltern des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch zu den Leuten der Zwischenzeit? Also haben sie nie von einem Propheten mitbekommen? Die einen sagen, ja, sie haben nie von einem Propheten mitbekommen, denn der letzte Prophet war wer? Isa alaihi salam. Und dann kam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und zwischen Isa alaihi salam und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gab es keine Propheten. Die anderen sagen, doch, sie haben von einem Propheten mitbekommen. Denn es gab einen Propheten an die Araber. Und wer war dieser Prophet? Ja? Ismail alaihi salam. Also Ishaq alaihi salam und seine Kinder und Enkelkinder waren ja Propheten, die wurden entsendet an die Kinder Israels. Und Ismail lebte in Mekka und war der Prophet der Araber. Das bedeutet also, die arabischen Stämme haben die Botschaft mitbekommen. Es war nicht so, dass sie von nie was gehört haben. Und deswegen gab es auch zur Zeit, also zur Jahiliyyah, zur vorislamischen Zeit, wenige, aber es gab einige Gläubige, die keinen Götzendienst vollzogen haben. Da also die Botschaft angekommen ist und die Araber tatsächlich einen Propheten hatten, der Prophet muss ja nicht leben zu dieser Zeit. Der Prophet selbst muss ja nicht leben. Hauptsache, die Botschaft des Propheten wurde mitbekommen. Und die Botschaft des Propheten Ismail alaihi salam haben die Araber mitbekommen. Also sind sie nicht entschuldigt, wie es einige Gelehrte sagen. Und sie belegen es zusätzlich damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem, der ihn gefragt hat, ob sein Vater denn, also der Vater von diesem Fragenden, ob er denn in der Hölle sei, da sagte er, dein Vater und mein Vater sind in der Hölle. Warum? Weil sie vom Tauhid gehört haben. Das heißt, sie haben mitbekommen, es gibt nur einen Gott. Sie haben mitbekommen, man darf keine Götzen anbeten. Es ist nicht so, dass sie nie was mitbekommen haben. Ja, es lebte kein Prophet zu ihrer Zeit, aber die Botschaft ist angekommen. Wie dem auch sei, also Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam durfte nicht Dua für sie machen. Jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, Sekunde mal, wie argumentieren dann jene, die sagen, nee, die Eltern des Propheten sallallahu alaihi wasallam werden geprüft und können ins Paradies kommen. Wie argumentieren die dann oder wie verstehen die dann diesen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Dua machen durfte für sie? Nun, die Antwort ist einfach, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht vom Äußeren aus. Also waren sie Polytheisten oder waren sie Gläubige? Sie waren Polytheisten. Also werden sie so behandelt. Das ist die weltliche
Behandlung. Wie sie Yawm al-Qiyamah behandelt werden, das ist wieder was anderes, ob sie entschuldigt werden oder nicht. Also selbst jene, die sagen, nee, es kann sein, dass die Eltern des Propheten sallallahu alaihi wasallam ins Paradies kommen, weil sie nie von einem Propheten mitbekommen haben. Das wird wohl nach Ansicht anderer Gelehrten nicht richtig sein. Aber auf jeden Fall, wenn man dieser Ansicht ist, dann sagen sie, er durfte kein Dua machen, weil er von was ausgehen musste? Ja, vom Äußeren, vom Offensichtlichen. Was war denn offensichtlich? Offensichtlich war, dass sie sich nicht zum Glauben bekannt haben, sondern zum Polytheismus. Also durfte er kein Dua für sie machen.